einer Dragan Umicevic, der andere unser Teamarzt, aus gegebenem Anlass. First, some words from you. Welcome to Krefeld. Yeah, thank you. I'm really happy to be here, and my family, my wife and kids, they're all happy to come here, and we're very excited to be here. Franz, wie kam's, dass das jetzt so schnell ging, ein Ersatz für Martin Szymański? Ja, es war eine glückliche Situation, dass der Dragan immer noch auf dem Markt war. Es ist ein bisschen außergewöhnlich, dass so ein Topspieler, der letztes Jahr auch eine Top-Saison hatte, immer noch zu der Zeit auf dem Markt ist. Und kenne ich den Dragan aus Köln und wir hatten ja auch ansonsten regelmäßig Kontakt, waren ja auch schon vorher mal an ihm interessiert. Das ging jetzt ganz schnell, nachdem das leider der Ausfall vom Schimmel bekannt wurde, muss man natürlich handeln und haben ein paar Mal dann gesprochen und haben ausgetauscht, aber wie gesagt, wir hatten ja davor schon in früherer Zeit, also Ende der letzten Saison oder im Sommer mal Gespräche und dann am Ende des Tages ging es relativ schnell. What are your aims this season? For sure, I think we have a very interesting team and I think we can fight for the last spots for the playoffs and I don't know, I haven't talked, we're probably going to make the main goals for the season with the team and I don't know yet what that is, but my own opinion is and that we have a team that could fight for the playoff spots. Are you excited for the Champions Hockey League? Yeah, it's going to be. I played a couple of years ago and now it's going to be again and for sure it's going to be exciting. We play Kerpet, it's going to be, I think, they're one of the best teams that were in the finals last year, so it's going to be exciting and good start of the season. Gibt es Fragen an Dragan? Dragan, you came from Sweden now, and where do you live? And did you practice in summer now? Yeah, I came from outside Stockholm. I live outside Stockholm, and I've been practicing. I haven't been on ice though, but I did a summer workout with one of my friends, so I've been practicing. Did you practice together with Jared Alves? No, actually not. I know Jared very well, but I haven't practiced with him, no. So your kids, how old are they? 3.5. I have a girl, she's 3.5, and a son, he's 2 years and 3 months. The family is still here? Too? No, I'm here alone right now. Okay. It's going to be a lot of practices and things like that in the start of the season, so when everything is settled down, then they're going to move here. Did you get other offers before? Yeah, I talked to some other teams, but then I talked to Fritzi all the France all the time after the season last year. And Fritzi is okay. I'm very excited and that I knew him very well and he just told me good things I heard it just, I talked to some other guys who played here before and they all had good things to say about Krefeld, so it was kind of easy for me now when I can stay a little bit longer too, it's going to be really nice for me and my family to settle down a little bit and not move around every year. And did you play again with some other players from us? No, actually not. It's the first team. I never had a guy who I played before, but it's feels pretty good. I've been here for just today, and all the guys seems very well, and it's gonna be really fun. I think. Okay. So you will practice in the afternoon? Yeah, I think so. Okay. 84 is your favorite number? Yeah, I play with 84 actually all my career, but I think I got it now too. But yeah. Weitere Fragen? Sonst bekommen Sie gleich die Pressemeldung, auch nochmal digital, aber ich habe sie hier auch nochmal ausgedruckt. Der Grund, warum wir hier so zahlreich sitzen, ist Martin Szymański, pfeifendes Drüsenfieber. Können Sie da noch kurz zwei Sätze zu sagen? Ja, Martin Szymański wird definitiv die nächsten 6 Wochen ausfallen. Bei ihm besteht eine Koinzidenz von einem Bandscheibenvorfall im Rahmen der
Untersuchungen zu diesem Bandscheibenvorfall wurde eine Allgemeinerkrankung festgestellt. Der Sportler selbst, wir kennen ihn alle und schätzen ihn alle, ist sehr betroffen. Würde Sie auch bitten, ihn da wirklich nur zu supporten, nicht zu investigativ oder zu drängeln. Ich denke, er ist voll motiviert, möglichst früh wieder zurückzukehren. Den Zeitpunkt kann ich zum derzeitigen Moment nicht genau beziffern, aber 6 Wochen ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitraum, wo wir ihm Ruhe geben. Und wie gesagt, es sind noch ein paar Unabwägbarkeiten in der Nummer drin. Bandscheibenvorfall können Sie sich vorstellen, auch die Allgemeinerkrankung muss er ja natürlich physisch erstmal wegstecken. Und würde Sie bitten, ihn da wirklich einfach positiv zu unterstützen. Das genießt er und wird das positiv dann auch in die Saison mitnehmen. Martin, warum gibt es da immer so unterschiedliche Zeiträume bei dieser Krankheit? Es gibt Sportler mit solchen Erkrankungen, die ein Jahr lang, also zum Beispiel ist er Tennisspieler, das weiß ich, Schulpi. Also ich habe einen italienischen Tennisspieler, der ein Jahr ausgefallen ist, der nach einem halben Satz eingebrochen ist. Ja, und es gibt Leute, die nach 2-3 Wochen wieder fit sind. Also das ist völlig unterschiedlich. Das Problem, es gibt auch keine Prädiktoren, also es gibt keinen Wert, der jetzt sagen könnte, oh, jetzt nächste Woche ist er soweit, sondern einzig das subjektive Leistungsempfinden spielt eine Rolle. Ja. Und Bandscheibenvorfall kann sich jeder vorstellen. Das ist natürlich eine Sache, wo man Rumpfstabilität braucht. Und das ist natürlich auch eine Sache, die so eine gewisse Zeit braucht. Ja. Und wird das bei einer Blutuntersuchung dann festgestellt? Das durch Blutuntersuchung festgestellt worden, ja. Da gibt es also keine verschiedenen Blutbilder, sondern die jetzt auf die Länge der Krankheit hinweisen können? Nein, es gibt natürlich immunologische Marker, aber die sind jetzt nicht immer korrespondierend mit dem Verlauf. Ja? Also es gibt, sag mal, dann auch Verläufe, wo du nicht so gute Blutwerte vielleicht hast, dich aber wieder voll einsatzfähig fühlst. Okay. Und ich möchte ihm halt die Zeit geben, die er da braucht. Mhm. Ja? Wir fahren die Krefeld-Pinguine am Freitag zum Fitnesstest bei Ihnen. Gab es da irgendwelche Ausreißer nach oben, nach unten? Waren Sie überrascht? Also, voll im Soll? Ja, also ich kann global Folgendes sagen. Sowohl die Ausdauertests als auch die athletischen Tests waren sehr zufriedenstellend. Wir haben ja als Benchmark Untersuchungen im März gehabt, nach der Saison. Und da haben wir Verbesserungen gesehen. Ich werde wahrscheinlich jetzt Fragen bekommen, ja, wir haben ja auch schon gute Tests oder du hast gesagt, wir haben gute Tests und dann sind wir nicht in die Playoffs gekommen. Also es ist so, wir haben ja, wenn wir den Sportler sehen, ein Portfolio von guten Eigenschaften, Kraft, Ausdauer, Mentalität und so weiter. Wir bilden natürlich athletische Fähigkeiten und Ausdauerfähigkeiten bilden wir sehr, sehr gut ab. Aber die sportartspezifische Fähigkeit, schießt er nachher ein Tor oder gewinnen wir gegen Kölner Haie, das kann man natürlich nicht antizipieren. Ja, ich kann also zum derzeitigen Standpunkt sagen, wir haben eine Top-Mannschaft, das glaube ich, wir werden dieses Jahr reüssieren, bin ich fest von überzeugt. Wir haben gute Ausdauerwerte, wir haben gute athletische Werte, wir haben natürlich ein Portfolio von sehr jungen, sehr erfahrenen Spielern. Bei den erfahrenen Spielern, wenn die, was weiß ich, 800 Spiele in der AHL und in der schwedischen Extraliga haben, haben die natürlich kleine Verletzungen, die sie über die Jahre mitgepflegt haben, mittragen, das ist klar. Aber es gibt jetzt keinen Touristen, es gibt keinen, wo ich mir Sorgen machen müsste, dass der von der Kraft oder vom Speed her nicht mitkommt. Hm. Ja? Herr Franz, wie sind deine ersten Eindrücke jetzt, 3 Eiseinheiten? Ja, erstmal ist, wie der Martin auch sagt, war ich ziemlich zufrieden mit den Werten, was die Spieler hatten. Ist ja auch ein bisschen für uns so ein bisschen immer so ein spannender Moment, um zu sehen, wie hoch sind sie auch belastbar. Ja? Weil es ist ja ein bisschen Trugschluss, wenn einer reinkommt, der nicht fit ist, dass man den dann umso härter nehmen muss, weil dann hast du immer das Problem, dass sie sich schnell verletzen. Aber ist so wirklich insgesamt sehr zufriedenstellend, dass wir von der Basis ausgehen können. Und wie der Martin auch sagt, am Ende des Tages müssen wir immer noch Eishockey spielen. Ne? Aber Fitness und Vorbereitung ist eben die Basis, um leichter Eishockey zu spielen und länger auf einem gewissen Level. Und das wie ich auch schon mal gesagt habe, sind keine internationalen Superwerte, aber sehr gute Werte. Also in der DL sind wir bestimmt ganz oben angesiedelt mit den Werten. Ja, und
Und auch die ersten, das sieht man auch in Trainingseinheiten, sie sind nicht so schnell müde, also die Qualität bleibt relativ lange hoch. Auch wenn es am Anfang natürlich immer so alles ein bisschen ungewohnt ist, neue Ausrüstung, dann Eis wird relativ schnell schlecht. Aber man sieht, dass sie jetzt nicht so, dass nicht auf einmal das so runterkippt, sondern das war, und alle, also wie wir gestern haben wir, ja beim Spiel leider haben wir gestern kein Tor gesehen, aber für mich persönlich war wenig zu kritisieren, weil es gab keine Konter, es war kein Halligalli, es war schon sehr geordnet, obwohl wir eigentlich nur kurz jetzt darüber gesprochen hatten und doch relativ viele neue Spieler hatten, aber man sieht da, je höher die Qualität der Spieler ist, desto leichter antizipieren sie auch. Du hast ja gestern den Patrick Klöpper in der ersten Reihe im Prinzip mit Pizzi und Marcel. Dann wird da jetzt der Dragan dazukommen heute. Ja, also es ist so, wir werden, also wir, Dragan wird heute mit Müller und Pieter in einer Reihe. Da ist jetzt kein Geheimnis. Wie sieht der Fahrplan der nächsten Tage aus? Am Samstag ist Softball. Ja, genau. Ja, wir werden jetzt weiter heute nochmal Scrimmage spielen. Also das wird jetzt fast jeden Tag so sein. Da haben wir immer Jungs von Duisburg und auch von der DNL dabei, um eben 6 Reihen zu haben, um das Tempo hochzuhalten, weil mit 4 Reihen funktioniert das. Und auch immer wieder gut, die jungen Spieler zu sehen, einzubauen, zu integrieren, zu schauen, wie weit sind sie schon. Und das werden wir heute wieder machen. Morgen werden wir vormittags normal trainieren. Nachmittags sind dann Videodrehs bezüglich der Champions League nochmal und insgesamt im Intro, glaube ich. Ne? Ja. Donnerstag ist ein sehr langer Tag, weil da haben wir morgens Training und dann mittags Fotoshooting und dann wie nochmal Training, also nochmal Scrimmage. Freitag auch. Das war's so. Und Sonntag wird dann frei sein. Könnten wir vielleicht mal eine aktuelle Liste haben mit den Nummern? Da war ein ziemlicher Nummernsalat. Die sind jetzt selbstverständlich vollständig, die gehen diese Woche raus. Heute kann ich die nicht kriegen. Doch? Ja, doch, okay. Weil ja einige Wechsel da stattgefunden haben. Dann hätte ich noch ein bisschen was Organisatorisches. Bei deinen Dauerkarten liegen wir bei 1400. Der Vorverkauf für die Champions League läuft ganz in Ordnung. Da würden wir Sie noch mal bitten, ein bisschen zu trommeln. Bei Interesse auch mit einer Verlosungsaktion von 5x2 Karten. Da liegen wir im Moment bei den Spielen jeweils bei 600 verkauften Karten. Das könnte noch ein bisschen besser aussehen. Die Saisoneröffnung, da gibt es noch Restkarten am 13.8. Zusätzlich zu dem bisher veröffentlichten Ablaufplan für den 13. kommt um 11 Uhr morgens ein DNL-Spiel dazu. DNL Krefeld gegen Köln. Das dürfte auch nochmal den einen oder anderen begeistern. Eine der Bands hat abgesagt, da sind wir noch auf der Suche nach einem Ersatz. Falls da irgendwelche Ideen sind, gerne auch da. Ansonsten sind wir am 8.8. in München bei der Auftaktspressekonferenz der Champions Hockey League. Wenn da irgendwelche Fotos oder Statements gebraucht werden, können Sie mich gerne kontaktieren. Wir sind da mit Elmar Schmitz und ich bin da. Also wenn da irgendwelches Material benötigt wird, gerne. Falls es dann keine Fragen mehr gibt, bedanke ich mich. Und ich glaube, wir sehen uns jetzt nicht mehr alle 4 Wochen, sondern regelmäßig. Danke.